Hey, mein Name ist Tom und das ist Tom Tour, die Motorradshow im Internet, immer mittwochs um 18 Uhr mit den folgenden Themen. Eine neue Zero wurde vorgestellt, die Zero SRF. Ich bin für euch die Ducati Scrambler Coffee Racer gefahren, Motorradtrainings auf einem neuen Level bei Roland Resch, Fantic ruft einen neuen Cup aus, das und mehr nach dem Intro. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der MotoWeek. Heute gibt es wieder für euch ein Gewinnspiel und die Auflösung vom letzten Gewinnspiel. Danke für die ganzen Teilnahmen. Aber ich hätte gesagt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Und los geht's mit der Hauptnews Numero Uno. Richtig großes Aufschreien in der Motorradszene am Montag. Da wurde ein neues Elektromotorrad vorgestellt von Zero. Zero kennt man von diversen Vorstellungen von diversen Elektromotorrädern. Sie waren sehr früh am Markt und sind auch sehr erfolgreich im Elektrobereich gewesen. Nun haben sie aber etwas gemacht, was alle vom Hocker kaut hat. Sie haben ein komplett neues Bike aufgestellt. Und da muss man ehrlich sagen, das hat Features, wo man sich denkt so, what the fuck, richtig cool. Früher war das Hauptproblem bei den Zeros, dass das Hauptgewicht auf dem Vorderrad gelegen ist. Und das war zu 70%. Und das ist eine ziemlich hohe Anteil und macht eigentlich das Motorradfahren nicht wirklich lustig und nicht wirklich rund. Jetzt haben sie aber komplett was Neues gemacht. Sie haben die Gewichtsverteilung so angepasst wie bei einem modernen Motorrad und auch so ausgeglichen wie ein modernes Motorrad. Ich bin richtig gespannt, wie sich dieses Bike fahren wird. Ich hoffe, ich kann es euch sehr bald präsentieren. Ich arbeite schon dran. Wie haben sie das Ganze gemacht? Sie haben das mit einer Motorschwingeneinheit hinbekommen, was sehr interessant und was man sich auf jeden Fall nochmal im Detail ansehen sollte. Aber kurz mal zu den Eckdaten. Das Motorrad hat 190 Newtonmeter. Lasst euch das bitte mal auf die Zunge zergehen. 190 Newtonmeter und 110 PS. Wahnsinn. Wahnsinn. Unfassbar. Das ganze Projekt ist nochmal ein enormer Kostenpunkt gewesen. Die Entwicklung von dem Motorrad muss sehr viel Geld gekostet haben. Und so sieht leider auch der Preis dieses Motorrads aus. Das Motorrad fängt bei ungefähr 20.000 Euro an. Ja. Das kostet leider noch immer einiges. Dafür ist es nun ein echtes Motorrad und ein echtes Highlight für mich persönlich. Ja, ich war für euch diese Woche wieder einiges unterwegs und war dann auch bei der Daytona Karthalle beim Roland Resch zu Besuch, denn der hat wirklich starke News für uns und ich hätte mal gesagt, wir schalten mal rein. Du, wir haben eine komplette Neuigkeit und zwar, wir haben brandneue, neue Babys hier am Haus und wir freuen uns quasi, dass wir ab in 2 Wochen ungefähr komplett loslegen können und jetzt komplett neu. Das heißt, neue Motorräder, gleicher Track, richtig viel Grip, richtig viel Freude und Wind oder was? Gut, das Konzept selber ist komplett einzigartig weltweit. An dem halten wir fest. Das heißt, gleiche Reifen, gleiche Motorräder, gleiche Temperatur, nur halt Yamaha und gleiche Track und wir trainieren halt zwei Rostbrett jedes Mal im Frühjahr richtig, richtig stark fahren können. Wie war es so, wo man die findet? Wo findet man die? Auf motorradtrainings.at. Wir haben eine komplett neue Homepage, genau, mit vielen Produkten und vielen neuen Ideen mit dem Reitwagen gemeinsam und das Rest freuen wir uns schon 2019 ist fantastisch. Ja. Nächste Sache noch, du bietest ja noch ein zweites Training zukünftig an. Das startet ja wann? Wann startet das? Und zwar, wir machen ab April, wenn die Motorräder rechtzeitig kommen mit Yamaha R3s, werden wir inzwischen Produkte machen für draußen für kleine Kartbahnen oder Ruheplätze, wo wir einfach dann das Bindeglied zwischen Halle, wie funktioniert die Rutscher, wie kann ich das Wasser wäre well abfangen und dann kommt eben das Zwischenprodukt R3 auf der kleinen Kartbahn, die bewegt mich für die große Strecke dann. Ja, und ich freue mich, bald wieder bei ihm fahren zu dürfen. Es wird auch wieder ein Gewinnspiel geben, wo ihr einen Platz dort gewinnen könnt. Das kommt aber dann in der nächsten Ausgabe. Heute gibt es noch ein anderes Gewinnspiel. Kommen wir nun zu den Flash News. KTM steigt unter der Teamleitung von Chris Fillmore mit den Werksmaschinen in die US Flattrack Meisterschaft 2019 ein. Als Werksfahrer setzt KTM neben dem derzeitigen Flattrack Champion Dan Bromley auch auf Shani Texter aus Pennsylvania. Ich bin mal richtig gespannt, was KTM in dieser Flattrack Szene schaffen kann. News in eigener Sache, vergesst auf keinen Fall euch anzumelden für den 1. Mai, da mache ich nicht mit euch gemeinsam eine große Ausfahrt, gemeinsam auch wieder mit dem Club Reitwagen direkt in Wien, Link dazu ist selbstverständlich in der Beschreibung. Kommt 2020 von BMW ein Boxer-Hybrid? BMW hat ein Patent für den Hybridantrieb eingereicht, der einen Boxermotor mit einem Elektromotor über ein Planetengetriebe und eine Slipperkupplung verbindet. Es könnte sich um eine Vorbereitungsentwicklung für die 2020 kommende Euro 5 Restriktion handeln.
die alle Hersteller vor sehr schwierige Entwicklungsaufgaben stellt. Ich bin gespannt, ob BMW das durchzieht. Fantec ruft den Caparello Cup aus. Eigentlich seltsam, dass wir noch immer in Österreich keinen richtigen offiziellen Importeur dieser wunderschönen, leichten Motorräder haben. Und diese Neuigkeit gilt leider nur für Italiener, aber keine Sorge, ich bin noch immer an der Fantec dran und zur Fantec kommt noch ein Video, seid unbesorgt. Ducati V4R ist uns alle ein Begriff. Und nun hat auch der Alvaro Bautista allen eine Lehrstunde erteilt. Im Superbike WM Weekend in Australien hat er direkt mal den ersten Platz belegt und keiner ist an ihn rangekommen. Mal eine coole Sache und eine coole Info. Die Frage des Videos. Heute gibt es wieder ein Gewinnspiel und es gibt wieder ein KTM Freeride E Offroad Training mit mir zu gewinnen auf dem Offroad Track bei der Reitwagen Range. Und ich habe für euch jetzt die Frage des Videos und danach gibt es genaue Infos, wie ihr wieder mitmachen könnt. Die Frage des Videos lautet: Woher hat das Motorradmagazin Der Reitwagen seinen Namen? Woher kommt das Wort Reitwagen? Schreibt mir das in die Kommentare, abonniert diesen Kanal und macht bei diesem Gewinnspiel wieder mit. Die Auflösung gibt es dann wieder nächste Woche. Nicht vergessen, immer um 18 Uhr kommt jetzt eine Motorweek News und zusätzlich kommt jeden Samstag und Sonntag ein Video, also 3 Videos die Woche. Das ist mal ein ordentliches Update den ganzen Sommer durch. Ja, schöne Grüße von der Ducati Multistrada Präsentation und ich habe jetzt für euch den Gewinner ausgelost und der Gewinner ist... Auf der offiziellen Seite steht 18 kW. Ich habe alle Kommentare gelten lassen, die... Wenn man es umrechnet, sind es nicht 24,473, die entweder 24,5 geschrieben haben oder 24,4732 oder 24,47 oder 24,473 oder 24,4732. Die habe ich alle gelten lassen. Hier an dieser Stelle muss ich mal sagen, viele von euch haben sich täuschen lassen und haben 24,48 geschrieben, aber das geht nicht. Man rundet ja nicht bei 3. Deswegen, die sind alle rausgefallen, die 24,48 geschrieben haben, dass ich das gleich mal hier erwähnt habe. Auch 18 kW fällt raus, weil wir gesagt haben, wir wollen es in PS haben. Der Gewinner des ersten Gewinnspiels ist der Flat Face Killer. Und ich bitte dich darum, jetzt in deinen Kommentar deine E-Mail-Adresse reinzuschreiben. Dann schreibe ich dich direkt an. Also kurz Kommentar bearbeiten und deine E-Mail-Adresse reinschreiben. Gratuliere, du hast ein Training mit mir gewonnen. Und nun könnt ihr noch ein Training gewinnen. In der nächsten Folge wird das aufgelöst. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach diesen Kanal abonnieren und die Frage des Videos beantworten. Weiter geht's. Nun ist es Zeit für eine neue Kategorie und das ist Racing News. Und heute habe ich für euch zwei Stars rausgesucht. Einmal den Maximilian Kofler und den Max Melzer. Der Maximilian Kofler hat mir eine Videobotschaft von der Rennstrecke aus Valencia geschickt. Und da hätte ich gesagt, schauen wir mal kurz hinein. Servus, ich bin der Maximilian Kofler. Wir waren jetzt die letzten zwei Tage in Albacete testen, wieder mit dem neuen Team, im Angel Neto Team. Ich bin super zurechtgekommen, ersten Tag gleich mal ganz gute Zeiten fahren können. Wir haben viel probiert, sind richtig viel vorwärts gekommen. Am nächsten Tag nur mal gute Zeiten fahren können, konstante Zeiten fahren können. Also ich habe geschaut dann fürs Rennen schon ein bisschen, viel allein gefahren, dass man nicht immer einen anderen Fahrer braucht. Und ja, bin jetzt super glücklich nach den zwei Testtage. Freue mich auf die nächsten Tests in Estoril in einem Monat sind und dann geht es eh schon zum ersten Rennen in Estoril. Und ja, hoffentlich sehen wir sie des Öfteren bei so Videos. Der Max Melzer hat extrem viel auf der Roland Resch Reitwagen School trainiert und ich hatte die Gelegenheit, ihn zu interviewen zum Yamaha Cup, den er fährt zum R3 Cup. Und hier möchte ich euch mal kurz einen Max vorstellen. Jetzt habe ich den Max auch noch hergehört, den Max Melzer. Und du warst ja in der Bluefuß sozusagen dieses Jahr im Yamaha Cup. Ja, das stimmt. Ich war das erste Mal in der Schweiz. Und bin schon sehr gespannt, wie das wird. Und du hast gescheit trainiert da in der Halle, habe ich gehört? Also ordentlich? Ja, ich habe viel gelernt und bin Roland zusammengearbeitet und bin dann Schritt darauf arbeitet, dass es weitergeht. Und ich glaube, dass ich momentan gut aufgedrückt bin für 2019 und Roland. Was ist das Goal für das dieses Jahr? Persönliches Ziel? Ich ziehe halt der Sieg. Ja, aber das ist, glaube ich, jeder, der fährt. Aber ich hoffe einfach nur, dass ich das umsetzen kann, dass ich da noch mal gelernt habe. Und ich kann es jedem weiterempfehlen, weil das Training ist super lernen. Mich würde es mal interessieren, was für Fragen habt ihr an angehende Rennfahrer? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Die neue Ducati Scrambler Cafe Racer vereint
Motorradkultur aus den 60er Jahren mit modernem Design von Ducati aus Italien. Und das Motorrad hat 803 Kubik, 73 PS, sprich 54 kW, bei 8250 Umdrehungen. Das Motorrad hat einen Stahltank mit 13,5 Liter und eine Sitzhöhe von 805 mm. Das fahrfertige Gewicht ist 196 Kilo. Ja, ich bin dieses Bike für euch in Wien gefahren und muss ehrlich sagen, optisch haut mich das Motorrad echt um. Ein Wahnsinn, was da Ducati auf die Beine gestellt hat mit dieser Scrambler-Reihe. Sehr schön verarbeitet, sehr solide, sehr sauber gearbeitet auch und wirklich ein spannendes Motorrad für alle Leute, die auf Style sehr, sehr viel Wert legen. Wovor ich ein bisschen Angst hatte, war die Sitzposition, dass ich zu sehr drüber gespannt bin, aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich konnte locker und bequem drauf sitzen. Das Motorrad ist zusätzlich A2-tauglich. Der einzige Knackpunkt, muss man hier an dieser Stelle sagen, ist wahrscheinlich der Preis. Das Motorrad kostet in Österreich 12.795 Euro. Ja, wenn ihr das Video gerade seht, bin ich übrigens bei der Ducati Multistrada in Valencia. Wenn ihr dazu ein bisschen was sehen wollt, könnt ihr einfach diesen Kanal kostenlos abonnieren oder ihr checkt mal kurz mein Instagram-Profil aus. Da habe ich euch sicher schon einiges zu diesem Bike hochgeladen. Ich möchte sagen, wir sehen uns am Samstag oder am Sonntag oder nächste Woche am Mittwoch um 18 Uhr wieder. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen. Kostenlos abonnieren nicht vergessen, haut rein und pfiat euch!